Was geht, Leute, von heute? Willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 2015. Ja, oh, daneben, schade. Ja, wir wollen ja hier jetzt weiter aufsteigen. Wir sind da noch in der Liga und 6 und wollen ja jetzt, wie gesagt, hier aufsteigen. Hier meldet sich der Signal Iduna Park. Am Mikrofon, so. Manni Breukmann und Frank Buschmann. Ja, natürlich, da war nix. Pussy, ey. Verdammt. Gut. Gegen. So, wir spielen von links nach rechts. So, und jetzt wollen wir gleich mal hier nach vorne. Jawohl. Und gleich die erste Chance. Nein, wir nutzen sie nicht. Okay, Reus. Erste gute Chance, Leute. Auf jeden Fall, wir hatten das letzte Spiel unentschieden gespielt. Und dieses Spiel will ich jetzt gewinnen. Ich bin jetzt mal wieder heiß auf einen Sieg. Wirklich auf einen Sieg jetzt, ohne Witz. So. Jawohl. Ball erobert. Und Aubameyang. Komm schon. Flanke von Aubameyang. Nein, und da kam die Flanke nicht durch. Schade. So, müssen jetzt hier aufpassen. Jawohl, abgefangen. Und Schuss. Oh, schade. Das war die zweite gute Chance, Leute. Aber wie gesagt, wir haben das letzte Spiel unentschieden gespielt. Ja, und jetzt hier versuchen wir gegen... jetzt hier... den Ausgleich oder Quatsch, den Führungstreffer zu machen und in Führung zu gehen. Ja, wie gesagt, wir spielen von rechts nach links, von links nach rechts und die andere Mannschaft von rechts nach links. Ja, so. Ja, Leute, auf jeden Fall könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mir mehr davon sehen wollt von FIFA 15 oder ob ihr gerne auch mal FIFA 14 oder 13 sehen wollt. So, jetzt haben wir hier gerade mal ein paar Lags. Dafür kann ich wirklich nichts. So, nächste Chance. Schuss. Und, oh, verdammt. Wieder Reus. Gute Chance, gute Chance. Wir machen hier auf jeden Fall fleißig Druck. So, jetzt will ich hier mal kurz Pressing und Ballbesitz. Auf Pressing und Ballbesitz umgestellt. So, und wir versuchen den Ball natürlich uns jetzt wieder zu holen. Jawohl, und schön. Schöne Abwehraktion von Hummels. Und, oh, das wäre gefährlich. Jawohl, und Hummels. Sehr schön gemacht von Hummels. So, wir gehen über Mitte. Aubameyang. Jawohl, und das war ein Freistoß. 17. Minute. Den schießen wir natürlich direkt. Aber das wird leider nichts. Jawohl. Und da haben wir den Ball auch wieder. Aber leider in die Abwehr. Die Borussia aus Dortmund. Wie die und jawohl, und abseits. Ja, sorry, dass auf jeden Fall jetzt Sonntag und Montag keine Folgen gekommen sind. Ich hatte eine Menge zu tun, Leute. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber jetzt werden wieder regelmäßig Folgen kommen. Aber ihr kennt es ja, man hat ja auch mal andere Sachen zu tun. So, und die nächste Chance. Und, nein, der Keeper hält ihn. Das geht so nicht. Wir spielen hier gegen Chelsea. Mann, der Keeper hat ihn gehalten. Wir machen jetzt hier eine Ecke. Ecke kommt in der Mitte. Aber Faustabwehr. Wir schießen jetzt. Und wieder ein Eckball für uns. So, und die nächste Ecke kommt. Oh, keiner kommt an den Ball. Aubameyang! Und jetzt! Nein, Latte Gündogan! Das gibt's doch nicht, Lattentreffer! Und wieder Eckball. Also ich glaube, heute bin ich ein bisschen verflucht. Ich habe so das Gefühl. Und wir ziehen ab! Und wieder ein Eckball. Blaschikowski in der 26. Minute. Das gibt's doch nicht. Was ist heute hier nur los? Mensch, und der nächste Eckball kommt. Und... nein! Nein, und wir haben den Ball jetzt verloren. Und er geht ins Aus. Damit wir besser ins Aus, als dass er da die Chance kriegt, ein Tor zu schießen.
Ja, sorry für die Lags, Leute. Ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Ich kann auch nichts mehr machen. Ich habe jetzt einmal möglichstes getan. Ich hoffe, es stört euch nicht zu doll. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr dafür Verständnis habt. Denn ich kann wirklich nichts dafür. Ich habe jetzt all Mögliches eingestellt und versucht und gemacht und getan. Und da kann man jetzt einfach echt nichts mehr machen. Ich kann da nichts mehr machen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. So, und jetzt nach vorne die nächsten Chance rausspielen. Ah, leider in die Abwehr. Da stand dicht. Konnte ich nichts machen. Aber den nächsten Ball abgefangen. Wir schießen jetzt. Nein. Jawohl. Und Foul. Klares Foul. Gelbe Karte hier. Nein, ist der Spieler jetzt verletzt? Oder kann er weiterspielen? Ich versuche direkt. Der stand im Tor! Leute, der Ball war hinter der Linie. Hundertprozentig. Und ich habe einen verletzten Spieler, den ich gleich auswechseln muss. Ja, Leute, wie gesagt, es liegt nicht an mir. Es kann einfach nicht an mir liegen mit den Lags. Es muss an dem Gegenspieler liegen. An mir liegt es nicht. So. Und jetzt geht's nach vorne. Wir wollen ja hier den ersten Treffer machen. Blachikowski, er geht. Nein. Da bleibt er hängen. Und Elfmeter. Ja, Elfmeter. Werden wir den verwandeln? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. So. Und Elfmeter. Reus wird ihn schießen. Jawohl! Da ist das 1:0. Reus. Schön in die Mitte gesetzt. Wunderbar. Da haben wir das 1:0. Schön, jetzt müssen wir natürlich das Ergebnis, entweder wir bauen es aus oder wir halten es. Wir wollen es natürlich, klar, ihr kennt mich, ich will es ausbauen. Und Weidenfeller, schöne Parade und nach vorne damit. Ah, schade. Jawohl, und schön. Ah, leider nicht an den Ball gekommen. Der Gegenspieler war einen Schritt schneller. Hat den Ball abgelaufen. Und die Abwehr steht. So, 5 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Ah, jetzt wird es gefährlich. Eine Ecke für den Gegner. Weidenfeller! Oh, Parade von Weidenfeller. Wunderschön. Und jetzt aufpassen. So, und aufpassen. Er wird schießen. Das sah nicht ungefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Und Aubameyang, komm, geh. Ah, konnte Aubameyang leider nicht, war er nicht schnell genug. Jo, und abseits. So, und jetzt geht das hier weiter. Großkreuz. Jawohl, und erste Halbzeit. So, ich will jetzt mal hier auch mal andere. Und hier kommt jetzt Piszczek. Ich will hier Kagawa auf der linken Seite, so Sokratis. Dafür kommt mal Immobile. So, und fortsetzen. Zwei Wechsel. Schönes Tor vom, schöner Elfmeter von Marco Reus in der ersten Halbzeit. So, jetzt werden wir das Spiel hier mal ein bisschen, obwohl jetzt hier die zweite Halbzeit ruhig angehen lassen und uns Chancen rausspielen. Denn ich habe jetzt in den anderen Hälften zu hektisch gespielt, oder andere Hälften zu hektisch gespielt. Jawohl, schöne Grätsche. Haben uns in den Schuss geworfen, damit kein Tor fällt. Sehr schön. Und Großkreuz, wunderbar.
Ah, ich mache einfach zu viel alleine. Ich muss mehr spielen, mehr Doppelpässe machen. Denn wir haben ja hier ein Team und wir sind ja hier nicht alles Alleingänger. Ah, und Immobilie konnte sich nicht, konnte sich nicht durchsetzen. Wir haben ja Reus ausgewechselt. Ah, Großkreuz, schade. Jawohl, und da haben wir den Ball. Blaczykowski jetzt am Ball. Wir können es auch mal über außen versuchen. Haben wir auch noch nicht. Und Aubameyang gibt den Ball in die Mitte. Ah, und keiner jetzt steht da. Schade. Jawohl, und den Ball haben wir uns zurückgeholt. Geben zu Aubameyang. Aubameyang geht. Ah, und die haben den Ball abgefangen. Jawohl. Und den Ball leider wieder abgegeben. Das gibt es doch nicht. Weil ich den... Ich bin so doof. Ich hätte den Torwart mal nicht rausholen sollen. Ja, war ein Fehler. Schade, schade. Ja, Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr FIFA 15, 14 oder auch nochmal 13 sehen möchtet. So, aber jetzt ist hier unentschieden. Jetzt müssen wir wieder Druck aufbauen. Ausbauen. Oh. Da gehe ich ins Aus. Verdammt. So. So, und nach vorne. Ah, und da hat er den Ball. Jawohl, und wir haben ihn wieder. Okay, die kommen also mit den schnellen Pässen nicht direkt. Schöne Drehung, Schuss. Ah, aber der Keeper hat ihn leider. So. Mensch, 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 Mensch. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich schon mal gesagt habe, Leute, an mir kann es nicht liegen. Ich habe eine 100K-Leitung. Ich habe die Einstellung so eingestellt, dass hier auf jeden Fall... Ah, ich wollte ihn nach unten geben. Hat leider nicht geklappt. Und der Schussversuch war auch nicht so gut. Er gibt zurück in die Abwehr. Okay. Huhuhuhuhu. Jawohl. Abgefangen. Ah, ja, da stand einer frei. Nicht zu spät gesehen. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Balleroberung im Mittelfeld. Jawohl. Und Freistoß für uns. Schnell ausgeführt. Jawohl. Schöner Doppelpass. Flanke. Aubameyang steht. Oh, und er kommt nicht an den Ball. Schade. Aber war gut rausgespielt. Vergiss es. Nicht mit mir nochmal. Und Weinfeller. Schön. Und nach vorne. Wir sind jetzt in der 73. Minute. John Terry. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Gündogan. Ja, der Pass kommt an. Ah, aber wir kommen nicht durch. Das ist schwierig da. Und wir geben uns wirklich Mühe hier. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Großkreuz. Jawohl, und wir haben den Ball. Komm schon. Aubameyang! Nein! Eckball! Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Eckball kommt. Oh oh, das wird jetzt gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. So, jetzt geht er ab. Aber was macht wir lassen ihn aber nicht durch. Jawohl. So konnte ein bisschen, haben wir ein bisschen Zeit geschindet. Unsere Verteidigung konnte mit aufziehen. Jawohl! Oh. Und gerettet. Oh Mann, was für ein spannendes Spiel. Das ist das Eckballverhältnis.
auf der Linie gerettet. Leute, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Oh Mann, das war so knapp. Verdammt. Und weg damit. Er wirft jetzt alles nach vorne. Man merkt das richtig. Sehr schön. Aubameyang. Nein. Das war... Und nochmal. Das war... Nein. War es jetzt die letzte Chance? Ja, es war die letzte Chance. Nein, dann steige ich wieder ab. In Liga 7, Leute. Ich steige sonst wieder ab. Das war jetzt das letzte Spiel. Ich hätte gewinnen müssen. Ich bin damit wieder in Liga 7. Aber vielleicht jetzt nochmal. Nein. Der Ball geht in die Mauer. Abgefangen. Nein. Und das war's. 1:1, Leute. Ja. Aber war ein spannendes Spiel. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Argumentiert, kommentiert, kritisiert. War leider ein Fehler von mir bis zum 1:1. Aber naja, was soll man machen. Bis zum nächsten Mal, euer Nordi. Ciao. Peace.